Olli Hüsing, endlich mal ein zufriedener Kapitän. 2-0 heute nach großem Kampf gegen den FC St. Pauli. Wie erleichtert ist man da nach dem Debakel von Stuttgart? Ja, extrem. Alles andere wäre gelogen. Es war eine sehr harte Woche, muss ich sagen. Gerade jetzt mit dem Stuttgart-Spiel, wo wir uns geschämt haben, das peinlich war. Deswegen umso mehr Respekt für diese Reaktion von der Mannschaft, aber auch vom gesamten Stadion, das uns wirklich über 90 Minuten hier getragen hat. Dann kann man sehen, was hier geht, wenn wir auf dem Platz wirklich alle 11 alles reinhauen. Erstmal wirklich die Basics auf den Platz bringen, kämpfen, beißen, kratzen, spucken. Von der Bank Energie gehabt und dann ist es Wahnsinn, was hier drumherum, was hier für eine Energie entfacht werden kann. Aber wirklich nur so geht's und das darf jetzt ja keine Eintagsfliege gewesen sein. Darauf müssen wir aufbauen, das muss die Basis sein und ja, nur so geht's dann. Erste Halbzeit hat man es gemerkt, Publikum hat unterstützt. Man hatte ja Schwierigkeiten auch gegen eine St. Pauli-Mannschaft, die den Ball hat gut laufen lassen, aber man hat sich reingekämpft hier, hat hinten die Null gehalten. Das war, glaube ich, sehr wichtig, auch gerade in der entscheidenden Szene, als Freisel super gehalten hat gegen Marcel Hartl. Ja, definitiv, das macht Martin sehr gut. Und wird immer wieder so kommen, dass man solche Phasen mal überstehen muss. Und da müssen wir uns einfach reinarbeiten als gesamte Mannschaft, alle 11, wirklich alle hinter dem Ball dann, alle die Wege machen, defensiv, alle offensiv die Wege machen und nur so geht's. Und so haben wir uns heute reingebissen und dann gewinnst du auch über die Zweikämpfe immer mehr Selbstvertrauen und dann kommt das Spielerische auch Stück für Stück dazu. Ich denke, das hat man dann heute auch gesehen. War nicht alles rosig, aber ich glaube, so mit der Zeit sind wir dann immer besser reingekommen und konnten St. Pauli dann auch vor Probleme stellen. Und haben dann hinten raus aus einer guten Kompaktheit heraus auch verdient die Tore gemacht. Und gerade das 1-0 hat mal aufgepasst, Ball erobert und schnell gespielt. Und dann, glaube ich, Serra, das war ja ein Schuss wie ein Strich. Und dann war die Alma in Ekstase. Ja, war Wahnsinn, was für Energie dann hier entsteht. Das merkst du natürlich auch auf dem Platz, das ist richtig geil. Und wie gesagt, nur so geht's. Kein Millimeter weniger kämpfen, kein Millimeter weniger laufen. Nur zusammen, alle zusammen. Was bedeutet dieses Ausrufezeichen jetzt im Abschiedskampf durch das 2-0? Es bedeutet erstmal für uns, dass wir gesehen haben, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir alle zusammen wirklich kämpfen und marschieren. Ich habe es ja gerade schon, ich glaube, viermal gesagt, weil es wirklich, das ist der Schlüssel. Und das haben wir heute endlich mal gezeigt. Ja, aber nochmal, das darf keine Eintagsfliege bleiben. Genau das muss die Basis sein. Nächsten Freitag geht es weiter. Abschiedskampf in Fürth. Eben. Ja, da trifft alles zu, was ich gerade gesagt habe. Ich brauche es nicht nochmal wiederholen, glaube ich. Danke, Olli. Danke.